Unser Gast ist Michael Schmidt-Salomon, seines Zeichens Philosoph, Autor, Sozialwissenschaftler, Humanist und für den Spiegel auch Atheist. Schönen guten Morgen erstmal. Schönen guten Morgen. Sie sprechen zwar vom neuen Humanismus lieber als vom neuen Atheismus, aber wir müssen natürlich trotzdem fragen, wie wir Sie zu verstehen haben als Atheist. Glauben Sie nicht an einen Gott, diesen oder welchen auch immer? Wissen Sie, dass es ihn nicht gibt? Oder glauben Sie zu wissen, dass es gar keinen gibt? Wie würden Sie das selbst bezeichnen? Ich würde zunächst mal feststellen, dass ich Naturalist bin. Das heißt, ein Naturalist glaubt daran, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, dass keine Götter, Dämonen, Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Das ist, glaube ich, ein präziserer Begriff als der Begriff des Atheismus. Aber jetzt auf Ihre Frage bezogen, es kann durchaus einen unvorstellbaren Gott geben. Ich sage über unvorstellbare Götter nichts, wie ich überhaupt nichts über unvorstellbare Dinge sage. Was mich interessiert, sind die Vorstellungen, die sich Menschen gemacht haben von Gott, also der vorgestellte Gott. Und dieser vorgestellte Gott, der hat Eigenschaften, die mit dem, was wir über das Universum wissen und dem, was auf diesem Staubkorn im Weltall passiert, nun absolut nicht in Einklang zu bringen ist. Also insofern bin ich ein Atheist, als dass ich jetzt die Vorstellung, die viele Menschen haben von diesem personalen Gott, als fehlerhaft entzaubern möchte. Denn, wie gesagt, es gibt gar keinen Grund anzunehmen, dass es diesen Gott der Bibel oder des Korans gibt. Warum möchten Sie unbedingt entzaubern, wenn viele Leute die Existenz eines Gottes für ihr Leben brauchen, weil sie dort Trost finden? Warum müssen Sie denen das wegnehmen wollen? Nun, man muss ja sehen, welche Risiken und Nebenwirkungen hat dieses wunderbare Placebo-Gott. Ich bestreite nicht, dass man diese Vorstellung eines Gottes oder mehrere Götter benutzen kann, um gewissermaßen ein Gefühl von Geborgenheit in dieser Welt zu empfinden. Aber es ist nun mal verbunden mit zahlreichen Problemen, die wir in der Geschichte ja nachvollziehen können. Und nicht nur in der Geschichte, wenn wir uns heute die Welt anschauen, müssen wir feststellen, dass die Religionen ja maßgeblich daran beteiligt sind, dass sich die Menschen auf der Erde nicht auf ein friedliches Zusammenleben einigen können. Da passieren Sachen, die in den Medien leider nicht hinreichend auch dokumentiert werden. Beispielsweise in Nigeria. Man spricht ja immer davon, dass der Fundamentalismus ein islamisches Phänomen hauptsächlich sei. Ja. Aber in Nigeria sind in den letzten 10 Jahren Tausende von Kindern als Hexen verfolgt worden, ermordet, schrecklich entstellt für ihr Leben, verbrannt worden. Tausende von Kindern im 21. Jahrhundert und zwar ausgelöst eben durch christliche Kirchen. Mit welcher Begründung? Die Begründung findet man im Alten Testament. Du sollst keine Hexe am Leben lassen. Und es gibt Menschen, die das furchtbar ernst nehmen. Und es gibt auch Prediger aus Deutschland, die nach Afrika reisen und diesen Glauben an finstere Dämonen und Hexen gewissermaßen in die Gehirne der Köpfe der Menschen einpflanzen dort. Da passieren schreckliche Sachen und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Wir wissen, dass das bei den Hindus auch nicht viel, viel besser ist. Über den Islam wird ja viel in den Medien berichtet, wenn auch meines Erachtens auch darüber nicht genügend, denn eigentlich müssten die Uhren stillstehen, wenn eine Frau gesteinigt wird noch im 21. Jahrhundert. Keine Götter, keine höheren Wesen, keine Kobolde. Damit machen sich natürlich bei wirklich von Herzen gläubigen Menschen keine Freunde. Wenn Sie Gott und Kobolde gleichsetzen zum Beispiel und wenn es einen Gott gibt, mal sagen Sie, geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ja, also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Formen von religiösen Vorstellungen. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele sogenannte Gläubige, auch sogenannte Christen getroffen, die eigentlich an nichts glauben, nicht an die Auferstehung von den Toten, häufig sogar nicht einmal daran, dass einen Jesus von Nazareth gegeben hat. Es ist sehr, sehr schwierig. Man kann nicht von der Religion und dem Christentum sprechen. Wenn man beispielsweise untersucht, wie weit die Kirchenmitglieder mit den Aussagen des Glaubensbekenntnisses übereinstimmen, kommt man in Deutschland mittlerweile auf Zustimmungsquoten unter 30%. Das heißt, die Mehrheit der Christen sind bei genauer Betrachtung hierzulande eigentlich gar keine mehr. Und das gilt selbst für einige berufsreligiöse Vertreter der Kirchen. Die sprechen sowas wie einen religiösen Dialekt. Das klingt unheimlich fromm.
Aber wenn man mal dahinter schaut, was glauben die denn wirklich? Und wenn man dann mit denen auch mal bei einem Gläschen Wein über diese Fragen diskutiert, stellt sich heraus, dass sie eigentlich ja, nur noch diesen religiösen Dialekt sprechen, aber es eigentlich gar nicht mehr so meinen, wie es klingt. Deswegen dürfen wir nicht den Fehler machen, gewissermaßen das aufgeklärte Christentum, das sich hier in den letzten, also, ja, Jahrzehnten vor allen Dingen entwickelt hat, zu vergleichen mit dem, was weltweit als Christentum gehandelt wird oder weltweit als Religion verstanden wird. Denn diese Menschen weltweit glauben tatsächlich an die Existenz der Hölle, an die Existenz des Teufels. Ja, und wenn Sie hier einen Christen fragen, ob Menschen von Dämonen befallen werden können, dann wird er sagen, sowas glaube ich doch nicht, das ist Aberglaube. Faktisch glauben das aber die meisten Christen weltweit. Und wir dürfen eben diesen aufgeklärten, ja, selbst säkularisierten Glauben, den es hier gibt, der sich selbst gar nicht mehr so tödlich ernst nimmt, nicht verwechseln mit dem, was weltweit unter Religion verstanden wird. Dann machen wir einen großen Fehler. Ich kann ja verstehen, wenn man beklagt, welche Gräueltaten im Namen von Glaubensgemeinschaften, von Religionen begangen werden, dass man dagegen angeht, da an die Wurzeln geht und versucht, das in Zukunft zu vermeiden. Aber einen Schritt weiter geht man doch, wenn man, wie Sie sagt, Gott ist im Prinzip wie ein Placebo, den kann es gar nicht geben und man muss die Leute von diesem Irrglauben wegholen. Warum denn? Weil der Übergang, ja, von dem freundlich aufgeklärten Glauben zu einem fundamentalistischen Warnsystem sehr schleichend ist. Ich weiß gar nicht, wo soll ich da einsetzen? Ja, wenn Menschen gewissermaßen Irreales für real halten, dann kann eben dieses Irreale bedeuten nur, ja, das ganze Universum ist die Liebe. Es kann aber auch bedeuten, es gibt eine Wahrheit und für diese Wahrheit musst du kämpfen und im Notfall auch sterben. Ja, und das ist das große Problem der Religion, dass sie behaupten, einen Zugang zur absoluten, ewig gültigen Wahrheit zu besitzen. Das führt in der Regel dazu, dass so eine inquisitorische Logik freigesetzt wird bei denen, die es wirklich tödlich ernst meinen. Dann heißt es nämlich immer wieder, du wirst dran glauben oder du wirst dran glauben. Sie haben vorhin gesagt, dass es Ihnen schwerfällt, Dinge zu glauben, die man nicht erklären kann. Meinen Sie, dass alles erklärbar ist auf dieser Welt? Dass es nicht Dinge gibt, wo wir noch wie der Ochs vorm Berge stehen? Natürlich, also das ist ja gerade die Stärke des wissenschaftlichen Denkansatzes, dass wir davon ausgehen, dass wir nur Vermutungen haben. Ja, ich habe nur eine Hypothese darüber, wie die Welt im Innersten aufgebaut ist, ne, oder was die Welt im Innersten Ja. zusammenhält. Was Und denn? es gibt sehr viele verschiedene Theorien, die wir jetzt hier anbringen können. Was besonders wichtig ist für das Verständnis des Menschen, ist die Evolutionstheorie, die Charles Darwin vor 150 Jahren Strecken Sie doch mal veröffentlicht Ihre hat. Brust raus. Richtig, ja, Fürs Radio muss ich ich sagen, bin ich bin ein Evoluzer, Evoluzer mit richtig. einem Bildnis von Darwin, hat unser heutiger Studiogast auf seinem T-Shirt. Ja. Nach den Leuten Neid kann man das dann auch sehen. Nur zur Erklärung. Jetzt dürfen Sie weitermachen. Ja, also wir müssen uns selbst eben begreifen als ein Produkt der Evolution. Das heißt, wir sind nicht die Krönung einer gut gemachten, gut gemeinten Schöpfung, sondern eine zufällig entstandene und vorübergehende Randerscheinung eines mehr oder weniger sinnleeren Universums. Und die Aufgabe, die wir jetzt philosophisch haben, ist gewissermaßen in diesem Rahmen zu sehen, was kann eigentlich der Sinn für uns sein, wenn es den Sinn an sich gar nicht gibt, wenn das Universum keinen Sinn hat, wenn wir keinen vorgegebenen Sinn erfüllen müssen, wie ein Toaster, der von uns produziert worden ist. Also wenn es keinen Schöpfer gibt, der uns gewissermaßen mit einem bestimmten Auftrag versehen hat, dann müssen wir selbst darüber bestimmen, was der Sinn in unserem Leben ist. Ja, das sind, wie gesagt, ja alles Hypothesen, die Sie da Das sind genau, angebracht das sind haben. Hypothesen. Und diese Deswegen muss man die Hypothesen auch. können widerlegt werden. Das ist der große Vorteil. Man kann sie zumindest hinterfragen. Man kann sie Ich bin nicht imstande, hinterfragen, sie zu man widerlegen, kann aber sie ich. hinterfragen, richtig, und man muss sie verbessern. Was ich Ja. hier sage, ist fehleranfällig. Und der große Vorteil an einem solchen Denkansatz ist, dass er uns in die Lage versetzt, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben Ja. müssen. Genau das ist das Problem der Religion. Sie müssen festhalten an diesen angeblich ewig gültigen Wahrheiten. Sie verändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Das wissen wir aus der Religionsgeschichte. Aber es gibt gewissermaßen diesen inhärenten Zwang, ein Buch, beispielsweise die Bibel oder den Koran, als ein Ausdruck einer göttlichen Wahrheit zu sehen. Und da kann man höchstens noch ein bisschen ruminterpretieren, was damit gemeint sein kann. Ich kann als kritisch-rationaler Philosoph hingehen und sagen, okay, das sind Bücher, die gehören zum kulturellen Schatz der Menschheit. Da steht Sinnvolles drin und auch Das ist ja Menschenfreundliches, klar. aber eben auch Sinnloses und Menschen verachten es und wir müssen das eine von dem anderen trennen. Sicherlich bin ich kein Verfechter des Kreationismus im Gegensatz zur Evolution. Das ist schon mal klar. Aber
Evolution und Schöpfer schließen sich doch nicht zwangsläufig aus. Es kann doch einen Schöpfer geben, der mal einen Tropfen ins Wasser geworfen hat und alles andere breitet sich dann wellenförmig weiter aus. Oder können Sie das ausschließen? Ja, denkmöglich ist das ja alles. Sie, oder wissen Sie, was vor dem Urknall war? Natürlich, sonst weiß ich das nicht, sonst würde ich den Nobelpreis bekommen für Physik. Aber wir müssen uns ja fragen, wenn es einen Schöpfer gab, dann hat er ja gewissermaßen einen Zweck verfolgt mit seiner Schöpfung. Dann nehmen wir an, wie wären der Zweck? Er hätte uns gewollt. Wenn das so wäre, wenn Gott also den Menschen gewollt hätte, müssen wir uns fragen, warum hat sich Gott dabei denn so blödsinnig angestellt? Er hat über Jahrmillionen Dinosaurier leben lassen, dann vor 65 Millionen Jahren einen riesigen Stein auf den Planeten geworfen, sodass die Dinosaurier wieder aussterben und ein paar rattengroße Säugetiere überleben, aus denen dann Jahrmillionen später Homo sapiens sapiens sich entwickelt. Also das ist kein Gott, das ist ein Musterbeispiel menschlicher Unzulänglichkeit. Keine Grafikagentur würde einen Designer mit einer so verheerenden Kosten-Nutzen-Bilanz einstellen. Das heißt, diese Vorstellung von einem Gott, der uns wollte und sich dann so dumm angestellt hat, das geht einfach nicht mehr. Ihr Vorgänger als Philosoph, wenn ich mal so sagen darf, Leibniz hat mal die Theodizee-Diskussion angestoßen, kurz erklärt, mit der Frage, warum ist Gott allmächtig und wenn ja, warum lässt er das Unheil auf der Welt zu oder ist er dann vielleicht doch nicht allmächtig, weil es dieses Unheil gibt? Die Frage stellen Sie sich gar nicht, weil es Gott ja nicht gibt, ne? Ich muss natürlich über diese Frage immer wieder diskutieren, auch mit Theologen, denn es ist ja eines der zentralen Probleme. Für Sie, sondern für die andere Seite. Für die andere Seite natürlich, denn aus meinem Denkansatz ist ja logisch ableitbar, dass es in der Welt eben Freude gibt, aber eben auch Grauen. Für jemanden, der von der Existenz eines allmächtigen, allliebenden, allwissenden Gottes ausgeht, für den ist die Existenz des Grauens, des Schmerzes, des Leids ein Problem. Denn es muss ja irgendwie in die Welt gekommen sein. Man hat das versucht zu lösen, indem man dem lieben Gott auf der einen Seite den Teufel auf der anderen Seite gegenübergestellt hat. Aber auch da muss man sich fragen, warum ist das Leid dann eben nicht nur beim Menschen, sondern auch in der Natur so allgegenwärtig? Welches Interesse soll der Teufel daran haben, dass Regenwürmer leiden? Das ist schon schwer zu erklären. Außerdem ist natürlich immer die Frage, wenn Gott allmächtig ist, muss er ja stärker sein als der Teufel. Warum lässt er das dann immer noch zu, dass der Teufel da ihm ins Handwerk pfuscht? Also das ist ein Problem, das tatsächlich eben für jeden Menschen, der seinen Glauben irgendwie rational begründen möchte, nicht lösbar ist. Er kann das Leiden in der Welt nicht erklären mit seinem allliebenden, allwissenden Gott. Was halten Sie denn von dem Argument, das von beiden christlichen Kirchen zum Beispiel kommt, dass Gott uns geschaffen hat, auch wenn es die Evolution so gab, Gott als Schöpfer dahinter steht und uns als Wesen auserkoren hat, die eigene Entscheidungen treffen können, die dann zurechtkommen müssen, wenn sie mal auf die Welt gesetzt worden sind. Und da kann ein Mensch böse und gute Entscheidungen treffen. Nun ja, wir müssten jetzt mal genauer uns anschauen, was heißt es denn überhaupt, Entscheidungen zu treffen und wo bestehen denn jetzt auf die Unterschiede? Auf den freien Willen kommen wir nachher noch. Ach, da kommen wir nachher. Aber wie gesagt, man muss ja unterstellen, dass es gewissermaßen einen Geist gibt, der über dem Körper schwebt, denn wir wissen ja, dass eben der Mensch aus der Evolution hervorgegangen ist. Und wir müssen uns fragen, worin unterscheiden sich schreckliche Taten, die Menschen begehen, von Taten, die beispielsweise von Schimpansen begangen werden. Schimpansen führen schon regelrechte Ausrottungskriege. Sie verhalten sich gegenüber den Mitgliedern der eigenen Gruppe ganz anders als gegenüber den Mitgliedern fremder Gruppen, die rotten sie geradezu aus. Also wenn wir uns die Natur mal anschauen, dann gibt es kaum irgendetwas, was wir in unserem Verhaltensrepertoire haben, was wir nicht auch in irgendeiner Form im Tierreich finden. Von der Sklavenhaltung. Richtig. Ja, aber das ist letztlich auch nicht zu erklären über den Ansatz, es liegt am Menschen, dass er böse in Anführungszeichen wird. Denn tatsächlich sind wir von Verhaltensroutinen geprägt, die in einem langen evolutionären Prozess entstanden sind, die sich da eben haben durchsetzen können. Und viele der Probleme, der ethischen Probleme, die wir Menschen haben, finden wir in anderer Form, aber durchaus ähnlich. Auch in der Natur wieder. Es gibt Naturvergewaltigung, es gibt Raub, es gibt Krieg.
Der Mensch ist aber nicht nur böse. Sie sagen, es gibt Gut und Böse überhaupt nicht. Da müssen wir gleich noch ausführlicher drüber reden. Und auf dem Boden von Religionsgemeinschaften und von Glauben sind ja nicht nur Gemetzel und Kriege gewachsen, sondern auch die guten Ideen von Menschlichkeit und Humanismus. Also wollen wir Das würde ich bestreiten. Denn, Idee der Menschenrechte ist natürlich nicht aus den Religionen erwachsen, sondern muss gegen die Religion erkämpft werden. In dem Text Banküberfall der ersten allgemeinen Verunsicherung, Herr Schmidt-Salomon, heißt es, das Böse ist immer und überall. Und wenn wir uns auf dieser Welt umgucken, fällt mir nicht viel ein, was zum Widerspruch anregt, außer Ihnen. Richtig. Ja, also natürlich, das Böse ist überall, weil es in unseren Köpfen ist. Ja? Doch bei genauerer Betrachtung gibt es gute und böse Menschen ebenso wenig, wie es gute und böse Katzen, Elefanten, Regenwürmer oder Delfine gibt. Sie sagen ja schon, Sie leben von Thesen, ne? Ja, aber es ist eine Vorstellung, die wir haben, dass das Böse existiert, und zwar auch durchaus das ominöse Böse, das numinose Böse, wie das die Theologen nennen, etwas, was sogar also jenseits der menschlichen Sphäre existiert und uns prägt. Und diese Vorstellung, die ist sehr alt und sie hat die Gehirne von Menschen über Jahrhunderte geprägt und führte auch zu Schrecklichem. Ich habe das versucht in meinem Buch auszuführen, mein Buch Jenseits von Gut und Böse, am Beispiel des Nationalsozialismus, denn die Nazi-Propaganda hat diesen Begriff des Bösen sehr stark benutzt, ihn natürlich dann auf die Juden und auf andere Systemfeinde angewandt. Und genau das, diese Vorstellung, dass ich im Juden das Böse inkarniere, hat dazu geführt, dass man ohne jegliche Empathie diese Menschen ausgerottet hat. Also das ist eine der starken Thesen sozusagen. Und das war auch nicht böse, dass man die ausgerottet hat? Es war grauenhaft. Es ist im höchsten Maße unethisch gewesen. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber es war nicht der Inbegriff des Bösen. Das Problem an dieser Vorstellung des Bösen ist, wenn ich sage, Auschwitz ist böse, dann reaktiviere ich einen Teil der Vorstellungen, die zu Auschwitz geführt haben. Ich muss versuchen, die realen Ursachen zu verstehen, die zu diesen schrecklichen antisemitischen Gräueltaten geführt haben. Und ich werde diese Ursachen dafür nicht finden im Bösen, sondern in ökonomischen Strukturen, in ideologischen Vorstellungen, die teilweise eben auch aus der Bibel kommen. Die Vorstellung von Judas, ja, dem Schacherjuden, der das Heiligste auf der Welt verraten hat, nämlich Jesus. Diese Vorstellung von Judas ist gewissermaßen auf das ganze Judentum übertragen worden. Ich zeichne in meinem Buch ja auch nach, wie diese Entwicklung dieses antisemitischen Wahns dann verläuft über das Mittelalter. Wie das dann über die Protokolle der Weisen von Zion, einer wirklich verrückten verschwörungstheoretischen Schrift, dann bei den Nationalsozialisten landete. Und dahinter steckt immer die Vorstellung, dass diese Juden zwar aussehen wie normale Menschen, aber in Wirklichkeit sind sie Teufel in Menschengestalt. Also, dass das Böse überall ist, liegt daran, ja, dass man mit dem Bösen, der Vorstellung des Bösen, so wunderbar herrschen kann. Aber es ist dann nicht nur ein Streit um Begrifflichkeiten und um Bezeichnungen, ob man das nur als böse bezeichnet oder als herrschsüchtig oder als wie auch immer. Nein, es geht darum, dass wir haben gewissermaßen Schläfer in unseren Köpfen. Ja, Vorstellungen, die dazu führen, dass wir gegenüber dem anderen, denn böse sind immer die anderen, dass wir gegenüber dem anderen jegliches Mitgefühl verlieren. Ja, und die Vorstellung des Bösen ist ein wesentliches ideologisches Instrumentarium, ja, um gewissermaßen den anderen nicht mehr als Menschen mit allzu menschlichen Hoffnungen, Träumen, Wünschen und auch Fehlern zu sehen, sondern eben als Inkarnation einer dämonischen, finsteren Macht. Und genau diese Denkstruktur müssen wir auflösen, wenn wir verhindern wollen, dass die Menschheitsgeschichte so weitergeht, wie sie über Jahrtausende jetzt war, nämlich als Geschichte der Unmenschlichkeit. Bevor wir ganz viele böse Mails kriegen, die gar nicht so gemeint sind, weil sie es nicht so gesagt haben. Sie sagen zwar, Auschwitz ist nicht Ausdruck des Bösen, aber sie verabscheuen natürlich Auschwitz und natürlich alles, was dahinter steht. Und richtig, dass es mal klar ist.
Der Untertitel Ihres Buches, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind, das ist nun ganz schwer zu erklären. Ganz fürchterlich. Ja, man muss unterscheiden zwischen moralischer Argumentation und einer ethischen Argumentation. Das wird wirklich viele eher gleichgesetzt. Ne? Das setzen viele gleich, aber stellen Sie sich vor, der Deutsche Bundestag hätte statt einer Ethikkommission eine Moralkommission eingesetzt, da wäre Ihnen schon ein bisschen merkwürdig, also zumute. Vielleicht kann man es am besten an einem Beispiel sagen, den Unterschied. Ja, wenn ein, Ihr Junge, Ihr Sohn, ja, mit 11 Jahren, der isst den ganzen Vanillepudding auf, der eigentlich für die ganze Familie gedacht war. Und Sie können jetzt moralisch argumentieren und sagen, du Schwein, was machst du? Du bist ein böser Junge, scher dich aus dem Zimmer, ich will dich heute nicht mehr sehen. Das alles, alles nicht meine Erziehungsmethode. Nee, gut, aber das ist moralisch argumentiert. Ich konzentriere mich auf das Subjekt und bewerte es nach eben einem moralischen Schema, gut und böse. Ich kann aber auch ethisch argumentieren und sagen, du, was du da gemacht hast, ist überhaupt nicht in Ordnung, weil die anderen, die wollten ja auch Pudding essen. Ja. Weißt du was? Du gehst jetzt an den Sparschwein, wir kaufen neuen Pudding und da ist allen gedient. Hier geht es jetzt darum, dass man eine Handlung bewertet, ob sie die Interessen anderer berücksichtigt oder nicht, ja, und man sucht nach einer Lösung für einen Interessenskonflikt. Genau das macht eine ethische Entscheidung aus, eine ethische Argumentation. Ich schaue, welche Interessen kommen hier in Konflikt und wie finde ich eine Lösung, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Moralische Argumentation führt in der Regel zu einer Eskalation von Konflikten. Das sehen Sie gerade da, weil eben religiöse Moral so stark ist, beispielsweise im Nahen Osten, in den ganzen religiösen Konflikten, die wir haben. Hier wird eben der andere zum Inbegriff des Bösen gemacht. Man schaut gar nicht nach, was sind denn die realen Konflikte, wie kann man die vielleicht im Interesse aller lösen. Diese moralische Argumentation führt in der Regel dazu, dass man in dem anderen einfach nur das Negative sieht und gewissermaßen auch Teile von sich in dem anderen abarbeitet. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen lernen, ethisch, das heißt erwachsen, zu argumentieren. Das ist sehr beruhigend, denn wenn man sagt, Sie stehen nicht so auf Moral oder ohne Moral ging es uns besser, könnte das ja ganz üble Hintergedanken haben. Aber wenn man jetzt darauf achtet, dass Sie zwischen Moral und Ethik unterscheiden und das Ethische liegt uns ja allen so. Nur mit dem Pudding setze ich jetzt noch einen drauf. Wenn Sie sagen, unter ethischen Gesichtspunkten Sparschwein neu kaufen und so, gute Argumentation, würde ich dann drunter schreiben. Und die Moral von der Geschichte stimmt trotzdem, isst den ganzen Pudding nicht oder so. Also ja, gut, Moral wird halt in diesem Sinne gebraucht. Ne? In der Geschichte vom kleinen Ferkel habe ich auch die Moral von der Geschichte. Wer Gott nicht braucht, kennt, der braucht ihn nicht. Klar, aber wir müssen sehen, dass das eben Begriffe verschiedene Verwendungsmöglichkeiten haben. Und diese Vorstellung von Gut und Böse, die hat tatsächlich die Menschheitsgeschichte vergiftet. Sie haben das kleine Ferkel erwähnt, das müssen wir erläutern. Sie haben nicht nur das neue dicke Buch geschrieben, Jenseits von Gut und Böse, eine philosophische Abhandlung. Sie haben auch ein Kinderbuch geschrieben. Wo bitte geht's zu Gott, fragte das kleine Ferkel. Das Ferkel haben Sie doch in den Titel genommen, um zu provozieren, oder? Weil es komisch ist. Also man muss einen Gegensatz haben. Wenn Gott und Ferkel in einem Satz sind, das regt natürlich zunächst mal gläubige Menschen auf und schon sind sie in den Schlagzeilen. Müssen wir mal ganz pragmatisch verkäuferisch sehen. In die Schlagzeilen kam das Buch dadurch, dass Ursula von der Leyen bzw. ihr Ministerium das Buch auf den Index der jugendgefährdenden Schriften setzen wollte, womit es das erste Kinderbuch ab 18 gewesen wäre. Aber das Buch hat sich auch schon vorher verkauft, weil viele Leute bei diesem Titel schon lachen. Wo bitte geht's zu Gott, fragte das kleine Ferkel, ist etwas, was für viele Menschen komisch ist. Andere regen sich darüber auf. Aber ich denke, dass es notwendig ist, eben auch bei den religiösen Kräften dafür zu sorgen, dass sie mit Humor an ihre Religion herangehen. Denn wenn man eins feststellen kann in diesen schlimmen religiösen Konflikten, dann ist es, dass sehr, sehr gläubige Menschen, sehr fromme Menschen offensichtlich doch ein leichtes Defizit im Bereich des Humors haben. Jetzt kommt ja das, was für mich am allerschwersten zu begreifen ist. Und noch weigere ich mich für mich erfolgreich, das anzuerkennen. Sie sagen, es gibt keinen freien Willen. Da kann ich mir gleich einen Strick nehmen. Ganz und gar nicht. Ja, was ist denn mein Existenzrecht, wenn sowieso alles schon determiniert wäre? Das ist, also es gibt Ursachen und Wirkungen. Das heißt, alles in der Welt hat Ursachen. Jede Wirkung hat Ursachen. Wenn sie das nicht hätte, wäre es ein Wunder. Also es ist ein Wunder definiert, dass wir Wirkungen sehen, die keine Ursachen haben. Unser Wille ist sicherlich durch Ursachen bedingt. Da gibt es physikalische Ursachen, biologische Ursachen, kulturelle Ursachen. Die ganzen Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, führen dazu, dass wir
die Entscheidung treffen, die wir in diesem Moment treffen müssen. Aber das heißt doch nicht, dass wir in einem geschlossenen Universum leben, in dem die Zukunft nicht offen ist. Die Zukunft bleibt trotzdem offen, denn dieses Universum evolviert, es entwickelt sich weiter. Wir selbst entwickeln uns weiter. Wenn wir diese 2 Stunden hinter uns gebracht haben, sind wir nicht mehr die gleichen wie diejenigen, die wir davor waren. Ja? Und das muss man sehen. Unser Wille kann nicht ursachenfrei sein. Und das war die ursprüngliche Vorstellung von freiem Willen. Aber darum geht es uns gar nicht. Wir wollen doch gar keinen ursachenfreien Willen treffen, sondern wir wollen eine Entscheidung treffen, die nicht durch Zwänge bestimmt ist. Also es gibt innere Zwänge, die mich daran hindern, etwas zu tun, was ich gern tun möchte. Die Zwänge will ich überwinden. Das ist Freiheit. Oder es gibt äußere Zwänge, die mich daran hindern, das zu tun, was ich gern tun möchte. Und die kann ich überwinden. Das waren die großen politischen Freiheitskämpfe, die Menschheit geführt hat, eben für mehr Selbstbestimmung und so weiter. Diese Freiheit wird es weiterhin existieren, auch wenn unser Wille wie alles sonst in der Welt Ursachen unterworfen ist. Wenn ich mein Kind erziehe, kann ich mich entscheiden, ob ich dem jetzt eine Ohrfeige gebe oder ob ich das argumentativ anders löse, was ich immer bevorzugen würde. Wenn ich mir überlege, ob ich studieren will oder eine Lehre machen will, kann ich 2 unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ich kann das jetzt immer weiter fortführen. Genau. Sie wollen mir sagen, jedes Mal bleibt mir eigentlich nur eine Entscheidung und alles andere und zwar die Entscheidung, kommt nicht in Frage? Die Entscheidung, die Ihnen in dem Zeitpunkt auf der Basis Ihrer Vorinformationen und Ihrer Prägung als die beste erscheint. Das ist doch nichts Schlimmes. Nein, aber Sie können gar nicht die zweitbeste Entscheidung treffen. Es gibt ja diese lustige Werbung, wo ein Mann mit seiner Herrlich Frau... Herrlich im Restaurant, ja. Genau, ich hätte gerne das zweitbeste Fleisch. Das ist absurd für uns. Denn wir wollen das Beste für uns und wir wollen auch das Beste für diejenigen, die wir lieben. Und daran ändert sich nichts dadurch, dass... Das will ich vielleicht, aber es kann doch trotzdem verkehrt sein. Ja, natürlich. Es gibt doch Entscheidungen, wo ich 10 Jahre später sage, hätte ich die mal genau umgekehrt getroffen. Genau, und 10 Jahre später würden wir auch eine andere Entscheidung treffen, weil wir gelernt haben in der Zwischenzeit. Ja, das ist das Problem. Machen wir es mal ganz platt. Ja. 2 Raucher, beide wollen sich es abgewöhnen. Ja. Und der eine schafft es dann irgendwann mal und sagt, ich entscheide mich jetzt für die Abstinenz und er macht das. Und der andere trifft die Entscheidung, ich rauche weiter. Mhm. Das ging gar nicht anders. Ja? Der eine war nicht zu retten und der andere ist so programmiert gewesen. Die haben unterschiedliche... Sozialisation, natürlich, nicht nur das, sie haben auch unterschiedliche Interessen vielleicht. Der eine ist sehr stark am Konzept der Gesundheit orientiert. Vielleicht möchte er sogar gesund sterben. Und der andere sagt, naja... das brauche ich gar nicht für mich. Für mich zählen andere Werte. Das ist sehr, sehr komplex. Wir können das nicht runterbrechen jetzt nur auf Sozialisation und so weiter, sondern es gibt viele, viele Faktoren, die uns gar nicht bewusst sind in einer Entscheidung, die wir treffen. Mhm. Ja, also hier müssen wir sehr, sehr, sehr differenziert argumentieren. Aber wie gesagt, es stört uns nicht. Es hilft uns sogar, wenn wir uns von dieser Vorstellung des freien Willens verabschieden, denn dann fühlen wir uns nicht mehr so schuldig, wie wir das häufig tun. Wir fühlen uns häufig schuldig, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben. Und der Gag, das ist das, was ich herausgefunden habe. Wenn wir uns nicht mehr schuldig fühlen, der zu sein, der wir sind, können wir besser daran arbeiten, der zu werden, der wir optimalerweise sein könnten. Und das ist, es gab ja eine Frage hier zum Buddhismus, das ist tatsächlich eine Konsequenz oder eine Lehre, die wir aus der buddhistischen Tradition ziehen können. Es gibt vieles, was ich im Buddhismus kritisiere, aber dieser Abschied von der Ich-Fixierung ist sicherlich etwas sehr Sinnvolles. Sie kriegen schon viel Widerspruch im Leben, oder? Natürlich ist das eine Denkhaltung, die ungewöhnlich ist, aber es gab natürlich Vorläufer. Albert Einstein beispielsweise hat ganz ähnliche Positionen vertreten wie ich in meinem neuen Buch, deswegen habe ich ihn da auch sehr prominent zitiert. Es gab auch andere Philosophen, die zumindest einige Aspekte genauso gesehen haben. Also es ist ungewöhnlich, sicherlich. Wir sind über Jahrhunderte anders geprägt worden. Deswegen hört sich das ungeheuerlich an, was ich hier vorschlage, dass wir uns von diesem Begriff verabschieden. Zumindest. Ja? Wenn Sie den freien Willen leugnen und sagen, dann gibt es auch keine Schuld in dem Sinne. Ja. Wie wollen Sie dann einen Verbrecher verurteilen? Den können Sie doch nicht... Wenn er nicht schuld ist, können sie ihn eigentlich auch nicht ins Gefängnis tun. Also zunächst mal unterscheide ich wieder mal zwischen Schuld und Reue. Reue gibt es natürlich, aber bei der Reue unterstelle ich nicht, dass ich mich in der Situation oder den bestimmten Umständen anders hätte verhalten können. Es gibt sehr viele rechtsphilosophische Systeme, die nicht von dem Begriff der moralischen Schuld und des anders gekonnt Habens ausgehen. Also beispielsweise im skandinavischen Rechtssystem ist das wesentlich weniger stark betont. Hier in Deutschland vor der Nazi-Diktatur gab es auch schon die Versuche, ein Strafrecht zu entwickeln, das auf solche Vorstellungen, die wirklich
abergläubische Grundlagen letztlich haben, die darauf verzichten. Leider hat eben die Nazi-Diktatur dazu geführt, dass all diese Reformen innerhalb des Strafrechts aufgehoben wurden und nach der Nazi-Diktatur schändlicherweise, muss man sagen, sind diese Vorstellungen von Freisler und Co. in das deutsche Strafrecht mit eingeflossen, mit der Vorstellung der Schuldfähigkeit, und zwar in einem sehr starken Sinne. Aber darüber gibt es eine große Diskussion bei den Rechtsphilosophen im Moment, und es ist sehr gut möglich, ohne den Begriff der moralischen Schuld Sanktionen zu verhängen, denn wir wollen ja nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen häufiger auftreten, dafür muss man Kosten erheben. Mit einer bestimmten Aktion haben Sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, das habe ich im Vorfeld dieser Sendung auch gesagt, gemerkt, als ich mit Menschen unterhalten habe, worum es heute geht. Ach, das ist der mit dem Bus, hieß es da immer. Sie haben auch hinter der Aktion gestanden, als ein Bus durch Berlin fährt, wo der Bus auf dem Bus groß draufsteht. Ein Gott, und dann nur ganz klein dazwischen, gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Das klingt jetzt so, als wollten Sie auch missionieren. Naja, das ist gewissermaßen Werbung für eine Weltsicht, die sehr stark übrigens in Deutschland ist, aber in den Medien nicht so stark vorkommt. Ja, wir müssen, das wissen ja die wenigsten Menschen, es gibt in Deutschland mehr konfessionsfreie Menschen als Katholiken oder Protestanten. Sie sind in den Medien und in der Politik nicht sichtbar. Es gibt kein Wort zum Sonntag von konfessionsfreier Seite oder Wort zum Montag. Es gibt Muslime, die mittlerweile die Rechte für sich einklagen, die Christen sich gesichert haben in meist undemokratischen Zeiten. Aber die Konfessionsfreien sind nicht sichtbar. Und diese Aktion sollte zeigen, hallo, es gibt uns. Ihr glaubt vielleicht, dass ihr allein seid in diesem Land, wenn ihr nicht an religiöse Vorstellungen gebunden seid. Aber es gibt uns, wir sind eine große Bevölkerungsgruppe, wir sind ein Drittel der Bevölkerung, und wenn der Trend so weitergeht, wird in 20 Jahren wird die Hälfte der Deutschen keiner Religion mehr angehören. Das heißt, die Mehrheit der Deutschen wird keiner Religion mehr angehören. Und es ist Zeit, dass sich deswegen auch in den Institutionen unserer Gesellschaft etwas ändert. Wir könnten noch sehr viel lange weiter diskutieren, weil es ein ganz spannendes und auch wichtiges Thema ist, aber die Sendezeit geht zu Ende. Deswegen zum Schluss noch vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.